Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Das ist wieder diesmal ein Beitrag in der Wikiada-Reihe. Das heißt, es geht darum, dass wir einmal kurz durch die Aufgabenstellungen der Woche gehen. Wir sind jetzt im Block 5 angelangt, und der ist tatsächlich etwas formaler. Und das schlägt sich auch in den Aufgaben wieder. Es geht ja darum, dass in diesem Block Randwertprobleme betrachtet werden in der Elektrostatik und dann eben die formale Lösung dieser Randwertprobleme eingeführt wird. Und dabei spielt die Green'sche Funktion oder die Green'schen Funktionen eine sehr große Rolle. Und dementsprechend gibt es heute auch drei Aufgaben, die sich tatsächlich mit dann eben den Green'schen Funktionen beschäftigen. Und ja, das Erste, was einem vielleicht auffällt, diese erste Aufgabe, das spielt sich tatsächlich in einer Dimension ab. Die zweite Aufgabe, die wird sich in zwei Dimensionen abspielen. Und die dritte Aufgabe, die spielt sich in drei Dimensionen ab. So ist das Ganze also schon mal geordnet und vielleicht auch von der Komplexität her geordnet. So, das heißt, in der ersten Aufgabe wird ein eindimensionales Problem betrachtet. Wir haben eine eindimensionale Poisson-Gleichung, die hier betrachtet werden soll. Sie sehen auch schon, die Poisson-Gleichung ist hier nicht so formuliert, wie wir das in der Elektrostatik typischerweise machen würden. Das heißt, Sie können das durchaus so verstehen, das ist eine rein mathematische Formulierung. Es geht ja darum, dass wir einfach das Prozedere mit den Green'schen Funktionen ein bisschen üben und da ist es letztendlich egal, ob das jetzt eben eine rein mathematische Formulierung ist oder komplett deckungsgleich mit allen Vorzeichen und Konstanten, wie es eben in der Elektrostatik ist. Ja, der Laplace-Operator ist auch schon hier gegeben und ich glaube, das hätte Ihnen jetzt auch kein Problem gemacht, wenn er nicht gegeben wäre, den Laplace-Operator in einer Dimension zu verstehen und hinzuschreiben. Das ist nicht so schwierig. Dann gliedert sich die Aufgabe in zwei Unteraufgaben A und B. Wir schauen uns erstmal den Teil A an. Hier fällt jetzt als erstes auf, dass eine Green'sche Funktion bereits vorgegeben ist. Das heißt, die Aussage ist die Green'sche Funktion zu diesem Operator, die ist eben hier vorgegeben. Und sie sollen sich klar machen, sie sollen sich davon überzeugen, dass diese Green'sche Funktion tatsächlich Green'sche Funktion dieses Operators ist. Man kann das jetzt natürlich mathematisch angehen. Das Problem, was da auftaucht, ist klar, wenn Sie hier eben diese Betragsfunktion, die hier angegeben ist, ableiten wollen, was Sie ja machen müssten, weil der Operator ja so gegeben ist, dann bekommen Sie natürlich an der Stelle, die wirklich interessant ist, nämlich die Stelle x gleich x', da bekommen Sie ein Problem. Da ist die Betragsfunktion nicht differenzierbar. Man kann das umschiffen. Stichwort wäre hier zum Beispiel, dass Sie sich mal anschauen, was sind die Eigenschaften der Heaviside-Sprungfunktion. Aber ich bin der Meinung, dass man sich da ein bisschen im Kreis dreht. Wenn man die Eigenschaften der Heaviside-Funktion als gegeben ansieht, dann kann man zwar sehr leicht zeigen, dass das die Green'sche Funktion dieses Operators ist, aber auf der anderen Seite hat man dann da auch nicht viel gelernt. Deshalb schlage ich vor, so wie es auch hier in der Aufgabenstellung formuliert ist, dass Sie das Ganze sich einfach mal grafisch überlegen. Das ist auch nochmal eine schöne Übung zum Wiederholen, was ist denn eigentlich die Delta-Funktion? Wir haben gesehen, dass einige damit ja auch noch gewisse Probleme hatten. Deshalb ist hier mal eine Approximation dieser Betragsfunktion vorgegeben. Sie können sich das natürlich jetzt, indem Sie verschiedene Ks mal einsetzen, auch sehr schnell klar machen,
dass das eine mit größer werdendem k eine immer bessere Approximation der Betragsfunktion ist. Vorteil ist aber, diese Approximation ist stetig differenzierbar. Das heißt, Sie können dann eben tatsächlich die Ableitungen bilden, die Sie ja brauchen für den Laplace-Operator, und dann einfach überprüfen, sind die Eigenschaften, die eine Greens-Funktion haben muss, dann eben in diesem Grenzwert dann auch erfüllt. Im zweiten Teil, dem Teil B, da haben wir nach wie vor eben diese Greensche Funktion, und jetzt bringen wir aber jetzt konkretisieren wir dieses Problem, indem wir Quellen vorgeben. Das sind zwei Punktquellen, nicht zwei Punktladungen. Ich habe eben schon gesagt, das ist kein elektrostatisches Problem, sondern einfach ein mathematisches Problem. Also wir haben zwei Punktquellen. Auch da können Sie nochmal üben, wie kommt man jetzt von der Angabe von Punktquellen eben zu dieser Quellverteilung, Rho von x. Und wir haben Randbedingungen angegeben. Das heißt, hier sollen Sie jetzt tatsächlich rechnen, wie sich denn dann unter Kenntnis der Greens-Funktion des Operators, wenn ich eben konkrete Quellen jetzt angebe und konkrete Randbedingungen habe, wie sieht dann die Lösung des Problems aus? Und das ist eben eines der Probleme, wo man das auch in relativ wenigen Schritten dann auch ausrechnen kann. Bei der zweiten Aufgabe, da kommen wir jetzt wirklich zu einem elektrostatischen Problem. Das heißt, wir haben eine homogene Linienladungsdichte entlang der Z-Achse gegeben. Das ist erstmal eine dreidimensionale Aufgabenstellung. Ich habe schon gesagt, in Wirklichkeit ist das aber ein zweidimensionales Problem. Und das liegt daran, dass, wenn Sie eine Linienladungsdichte entlang der Z-Achse haben, dann ist das Problem ja gar nicht Z-abhängig. Sie haben also eine Translationsinvarianz in Z-Richtung, und dadurch darf dann natürlich die Lösung auch nicht von Z abhängen, sodass Sie also in Wirklichkeit hier ein zweidimensionales Problem haben. Diesen Schritt, den sollen Sie zunächst einfach gedanklich nochmal nachvollziehen, also, und dann auch formulieren, wie sieht das Problem dann eben in der zweidimensionalen Ebene aus. Und dann sollen Sie hier tatsächlich die Greensche Funktion für dieses zweidimensionale Problem, also das Problem in der Ebene, lösen. Greensche Funktionen auszurechnen ist im Allgemeinen eine relativ schwierige Angelegenheit, und wir werden Methoden, um das zu machen, in den nächsten Blöcken auch erst noch kennenlernen. Aber dieses Problem, das ist eben eines der Probleme, wo Sie die Greensche Funktion tatsächlich berechnen können. Ist also gut dafür geeignet, das mal zu üben. Es sind keine Randbedingungen im Endlichen vorgegeben. Es geht also nur um die Greensche Funktion ohne Randbedingungen. Und es ist auch vorgegeben, wie Sie das machen sollen. Sie sollen hierfür von der Poisson-Gleichung ausgehen. Das ist natürlich dann die Poisson-Gleichung im Zweidimensionalen in der Ebene. Und sollen dort den Gausschen Satz verwenden, den aber natürlich auch in zwei Dimensionen. Machen Sie sich also an der Stelle klar, wie wäre die Formulierung des Gausschen Satzes eben in zwei Dimensionen, und wie können Sie den hier auf die Poisson-Gleichung anwenden. Dafür bitte nochmal schauen, was ist der Laplace-Operator, und dann wird, glaube ich, auch relativ schnell klar, was eben der Gausschen Satz damit zu tun haben könnte. Gut, und wie gesagt, das ist eines der relativ wenigen Probleme, wo man eben die Greensche Funktion dann auch in wenigen Schritten direkt ausrechnen kann. Deshalb ist das eine gute Aufgabe, um das Ganze mal zu üben, bevor wir andere Methoden zur Bestimmung der Greenschen Funktion eingeführt haben.
Und ja, die dritte Aufgabe, das ist jetzt wirklich eine Aufgabe in drei Dimensionen. Hier gibt es auch eine, also ne, schauen wir erstmal, also wir haben drei Dimensionen. Wir betrachten natürlich die Poisson-Gleichung. Das Lösungsvolumen ist der Bereich Z größer gleich 0, also der Bereich oberhalb der XY-Ebene. Und in dieser Ebene soll tatsächlich auch etwas sein, die ist also als geerdet und ideal leitend angenommen. Also die realistische Anordnung wäre dann eben, dass Sie eine beliebig gut leitende Platte in der XY-Ebene haben und betrachten jetzt das Lösungsgebiet, das Gebiet oberhalb dieser Platte. Das ist eine Aufgabe, die uns schon mal als Vorbereitung dient für den nächsten Block, wenn es dann auch um die Spiegelungsmethode geht. Ja, und hier in dem Fall ist eben auch wieder eine Funktion vorgegeben. Sie sollen zeigen, dass das die angepasste Funktion dieses Problems ist unter einer bestimmten Bedingung. Und die Bedingung bezieht sich auf diesen Vektor R2 gestrichen. Dieser Vektor R2 gestrichen, der wird aus dem Vektor R' hergeleitet, indem man jetzt nochmal in der Z-Komponente zusätzlich etwas abzieht. Machen Sie sich das vielleicht mal grafisch klar, was das bedeutet. Wo liegt dann eben dieser Vektor R2 gestrichen für einen beliebigen Vektor R'? Und schauen Sie dann bitte nochmal in die Vorlesung rein und schauen Sie nach, was Sie denn alles erfüllen müssen, also welche Eigenschaften dieses G von R'' erfüllen muss, um dann eben angepasste Green'sche Funktion des Problems zu sein. Da werden Sie sich insbesondere hier diesen zweiten Summanden anschauen müssen, weil Sie vielleicht identifizieren, welcher Summand ist denn tatsächlich die Green'sche Funktion des Freiraums und welches ist dann das, ist dann der zusätzliche Summand, den wir in der Vorlesung Gamma genannt haben. Und dann haben Sie bestimmte Eigenschaften, die eben dieses Gamma erfüllen muss, damit das ganze Green'sche Funktion problemangepasste Green'sche Funktion ist. Machen Sie sich bitte auch nochmal klar, welche Art von Randbedingungen Sie haben und wie sich die Art der Randbedingungen eben darauf auswirkt, welche Zusatzanforderungen Sie an die Green'sche Funktion haben. Also Vorbereitung auf die Spiegelungsmethode und aber auch eine ganz wichtige Konkretisierung nochmal von dem, was in der Vorlesung formal und dadurch auch ein bisschen abstrakt vorgegeben ist. Gut, ich hoffe, dass Sie mit diesen verbalen Erklärungen leichter durch die Aufgabe durchkommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.